So, wir haben jetzt diese Punkte in unserer Liste drin und ich möchte diese Punkte wieder abstecken. Ich gehe auf Elemente, markiere meine Punkte, die ich abstecken möchte und verschiebe die jetzt in den Ordner hinzufügen zu Absteckpunkte. Jetzt habe ich hier meine Absteckpunkte, die sind alle mit einem kleinen roten Fähnchen verbunden. Was das bedeutet, da komme ich später drauf. Ich möchte jetzt den ersten Punkt abstecken, wähle den aus meiner Liste. Und jetzt zeigt mir die Antenne den Weg, wohin ich laufen möchte. Hier über Auge kann ich mir das Ganze noch ein wenig logischer darstellen. Die Antenne sagt mir jetzt, wir müssen 17 Meter nach Süden und 17 Meter nach Westen. Ich folge jetzt unserem Kompass und jetzt sehen wir auch, wie wir uns dem Messpunkt annähern und die Werte kleiner werden. Wir sind jetzt nahezu an unserem ersten Punkt wieder angekommen. Wenn wir relativ nah dran sind an unserem Punkt, poppt eine kleine Spinne auf, die uns sagt, dass wir im unmittelbaren Bereich sind. Wichtig ist natürlich, dass wir die Antenne auch immer gerade halten. Wir sind jetzt hier bis auf 5 cm an unserem Punkt herangekommen. Und wir arbeiten jetzt hier mit einer Genauigkeit von 1 cm. Das ist völlig in Ordnung. Ich speichere jetzt diesen Punkt. Und wenn wir jetzt auf Elemente gehen, sehen wir unter Punkt abstecken, dass der erste Punkt mit einem grünen Fähnchen versehen ist. Das heißt, dieser Punkt ist abgesteckt. Ich kann jetzt jeden weiteren Punkt weiter so abstecken. Auch kann ich die Punkte, die ich abstecken möchte, angenommen, ich bin jetzt näher an einem anderen Punkt dran, reicht es, wenn ich da über das Display den Punkt auswähle. Wir machen weiter mit der Nummer 2. Und auch hier nehme ich den Punkt wieder auf. Warum werden die Punkte gespeichert? Ich kann für jeden Punkt, den ich erzeugt habe, ein Absteckprotokoll erstellen. Dazu gehe ich wieder zurück. Auf den Ordner Projekte, Exportergebnisse. Und hier oben kann ich ein Absteckprotokoll erstellen. In dem Absteckprotokoll wird der abzusteckende Punkt angezeigt mit der Klaffung und der Genauigkeit, die wir jetzt gerade vor Ort haben. Und somit haben wir einen sehr guten Nachweis über unsere getätigte Arbeit.